Auf dem Flugplatz Hungriger Wolf bei Hohenlockstedt sitzt der Gasfuß locker. Viertelmeilenrennen ist angesagt, K.U.-Ausscheidung. 230 Kilometer Spitze auf 400 Meter Betonpiste. Dieser Dragster hat knapp 1200 PS und rührt heute außer Konkurrenz. Aus Pinneberg dabei, dieser Ford, Jahrgang 1951 mit 450 PS. Ulf Manske hat sich damit viel Mühe gegeben. Fast 5 Jahre geschraubt und mit Unterbrechung, aber sehr lange. Und es hat sich gelohnt. Locker hängt der aufgemöbelte Lastwagen den Sportwagen aus dem Regal ab. Michaela Rohmuth aus Büchen hat ihr Sportgerät leicht modifiziert. Höher getunt, tiefer gelegt und mit ganz viel frischer Luft läuft und läuft ihr Käfer von Sieg zu Sieg. Warum machen Sie das überhaupt? Na, man muss ja Spaß am Leben haben. Irgendwas muss man tun. Da muss man eben Rennen fahren. Ja, was soll man sonst machen? Rennfahren bringt Spaß. Die Schnellsten schaffen die Strecke in 10 Sekunden. Langsam im eigentlichen Sinne gibt es hier nicht. Dafür aber jede Menge aufgemotzte Blechungetüme aus der Zeit, als das Benzin noch 10 Cent kostete. Und zwischendurch der Klassiker. Wer sein Auto liebt, der schiebt. Noch 10 Minuten bis zum nächsten Rennen für Ulf Manske. Na, wie sieht's denn aus? Schlecht. Auto macht nicht mehr mit im Moment. Anlasserfest oder zu heiß geworden. Dauert alles zu lange hier am Start. So sind die Männer. Der eine kann nicht warten, der andere hat keinen Geschmack. Wo haben Sie diese tolle Verkleidung her? Die Verkleidung? Was für eine Verkleidung? Genau, ach so, Sie sehen immer so aus. Ja, natürlich. Doch nur mit einem Pudel auf dem Kopf allein gewinnt man hier nicht. Als Mann schon gar nicht. Liegt das nicht an mehr PS? Nein, es ist nicht nur immer PS, was eben entscheidend ist, sondern dass man wirklich fahren kann. Frauenpower. Genau, einer muss es den Männern zeigen. Und das tut sie. Mit 180 PS setzt sie sich gegen 330 PS durch. Also man muss die Kraft ja auch immer auf die Straße bekommen, das ist das Wichtige. Und man muss sich nicht zu siegessicher sein. Das ist die Sensibilität der Frau. Genau. Also Männer, aufgepasst, so geht das.